Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Honey, I Joined a Cult. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mal angeschaut, wie ich es jetzt am besten mache. Ich mache tatsächlich einen, der für die Krankenstation und die Küche verantwortlich ist. Haben wir noch genug Zutaten? Ja. Wir machen es wieder voll. Radiorohr oder verletzt, ist auch klar. Krankenstation sollten wir wirklich dringend bauen. Das verstehe ich nicht. Der Forschungsbüro, dass wir so viel Platz dafür machen sollten. Und es gibt ja auch keine weiteren Dinger hier. Ich verstehe es nicht ganz genau. Ja gut, aber wie auch immer. Vielleicht machen wir den Raum auch kleiner. Der Raum ist klar. Aber den Raum könnte man vielleicht kleiner machen, das Forschungsbüro. Ich muss mal schauen. Vielleicht bauen wir hier oben die Krankenstation hin, dass wir hier den Gang weitermachen und hier vielleicht die Krankenstation hinbauen. Wie wäre es mit unserem neuen? Ah, der wird es wahrscheinlich nicht können, oder? Naja, der ist noch nicht gut genug. Der muss erstmal ein bisschen, der muss erstmal ein bisschen aufleveln. Wie hieß er eigentlich nochmal genau? Das war doch er hier, oder? Was? Einer Mission zugewiesen? Ich habe einer Mission zugewiesen? Nee, oder? Raus hier. Du sollst keiner Mission zugewiesen sein. So, jetzt geht die Sache. Ja, ihn. Den werden wir auf jeden Fall auf Küche und Krankenstation hintrimmen, dass der da was machen kann. Und unseren Koch, den müssen wir halt leider rausschmeißen. Aber er ist halt Qualität nur sehr dürftig. Auch wenn er halt ein guter Koch ist und da schnell drin ist. Ja, es bringt einfach nichts. Da haben wir schon wieder einen, wo Launenwechsel, Hostwechsel, alles klar. Überzeugend. Ja. Kräftig. Ja, ich muss mal schauen, was wir da alles, was wir da machen. Wenn ich welche einstelle, dann definitiv nur ab der grünen Qualitätsstufe, also ab durchschnittlich weiter nichts. Aber wir haben ja noch einige, wo wir das rauskriegen können. So, schaltet neue Objekte für den Freizeitraum da. Sehr schön, das wollen wir dann auch gleich mal machen. Aber erst einmal geht's dann aus... Ah, uns fehlt wieder Dings. Ja, die Grudos werden dann als nächstes die Radios. Ich bin heute irgendwie den ganzen Tag ein bisschen blemblem anscheinend. Ja, die werden wir auf jeden Fall als nächstes forschen, damit wir drei neue einstellen können. Weil wir merken ja schon, wir brauchen mehr von den... Es wird aber schon dunkel und wir wollen nicht wieder... Nee, das müssen wir ja später machen. Wir brauchen ja auch noch Einfluss für das Ding hier. Dann schauen wir uns mal das an. Wir haben einen Flipper-Automat bekommen. Ja, sehr schön. Wo bauen wir denn den hin? So. Ein Kartentisch. Einen Kartentisch. Den können wir vielleicht hierher bauen. Kommt auch rein. Ah, und das war's auch schon. Machen wir noch einen zweiten Flipper. Das müsste ja passen, denke ich. Und vielleicht machen wir noch einen Glücksspielautomaten. So. Das müsste doch eigentlich ganz gut passen hier. Damit wir hier ein bisschen mehr Dinger kriegen. So, und am nächsten Tag geht dann die Forschung los, damit wir neue Radios bekommen können, ohne alte loszuwerden.
Missionen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu machen. Da könnte man vielleicht auch mal wieder schauen, wie es hier weitergeht. Pentagramm-Oberteil könnten wir hier bekommen. Ja, das machen wir auch mal. Dann kriegen wir noch ein neues Pentagramm-Oberteil. Auch nicht schlecht. So. Da müssen wir auch immer drauf achten, dass wir da genug Zeug haben. Weil sonst wäre das ein bisschen blöd, meiner Meinung nach. Objektbeschaffung, könnten wir da unseren neuen nehmen oder hat er auch keine Chance dazu? Ja, der hat noch keine Chance. Der braucht definitiv erstmal... Der braucht definitiv erstmal ein bisschen Erfahrung. Bevor wir den auf Missionen schicken können. Missionen werden dann halt bei dem richtig gut. Und wenn wir das da immer oben halten, dann müsste das auch viel besser gehen. Also wenn wir da immer die Mahlzeiten auf... wir können ja, glaube ich, auf 100 gehen. Glaube ich, oder? Wo stand denn das? Ah, hier. 100 von 100. Damit können wir natürlich auch... das sollte man halt immer auf 100 behalten. Deswegen sage ich ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Wenn wir Koch und Krankenstation zusammenlegen. Ah, der erste gibt's. Ist das sogar? Ja, das ist er. Dann setzen wir dich auf Schlachthaus. Weil Schlachthaus ist nämlich diese Fähigkeit, die in der Küche und der Krankenstation gut zuträglich ist. Und unser Koch, das warst du, glaube ich, richtig? Fastfood, genau. Wie warst du? Wo standest du eigentlich hier? Schlachtkunst und Improvisation 2. Dann würde ich sagen, Improvisation gibt ja eigentlich auch nur Erfolgschance für Kochen erhöht. Genau, dann setzen wir doch vielleicht statt Improvisation die Schlachtkunst hoch. Ich bin mir nicht sicher, wie das genau wirkt. Ob Schlachtkunst, ob du beides brauchst oder wie sich das rechnet eigentlich. Weil wenn wir, Schlachtkunst auf 4 haben, aber... Improvisation auf 0 wäre das dann genauso gut, wie wenn wir Schlachtkunst auf 2 hätten und Improvisation auf 2, wenn er versteht, was ich meine. Dann setze ich doch lieber bei ihm dann die Schlachtkunst auf 4 und dann bist du schon fertig eigentlich, weil dann hast du nämlich für die Küche schon was und dann könnte man dich quasi auf Empathie nochmal setzen und auf Improvisation, wenn die Schlachtkunst dann voll ist. Weil Schlachtkunst ist genau die Fähigkeit, die wir für beide brauchen. So, Rock Morris, wie sieht's bei dir aus? Intelligenz und Geselligkeit. Du warst das Durchschnittliche. Du wirst unser Typ werden, von dem wir diese ganzen Module dann machen. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall nochmal Intelligenz hoch. Geselligkeit könnten wir allerdings auch im Empfangsbereich machen. Ja, es ist schon die Intelligenz schon oben. Da frage ich mich halt, ob das vielleicht besser wäre, das in Geselligkeit zu machen, weil er dann auch im Empfangsbereich vielleicht was machen könnte. Dann haben wir nämlich, wenn er im Empfangsbereich ist, könnte man nämlich dann auch noch... dass der Empfangsbereich und die Modulräume zusammen... Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier auch mit hoch. Wir machen die Intelligenz hoch. Das passt schon. Boah, so viele schlechte Leute hier noch. Oh, guck mal, Mia Schneider. Von der habe ich so viel erhofft eigentlich und die ist Qualität nur dürftig. Hm. So, aber jetzt kommt erst einmal das hier ran. So.
Ja, so viele, wo dürftig sind und naja. Guck mal, da hätten wir auch nochmal einen Gourmet-Koch plus 3 auf Improvisation. Das wäre dann natürlich auch jetzt ein richtiger gewesen für Dings, den ich eigentlich jetzt schon hingesetzt habe, den anderen. Aber gut, aber halt nur sehr dürftig, das heißt, den kannst du auch vergessen. Was? War zu teuer. Was kostet so eine Predigt? $1,60. Ah, Schande. Moment mal, wenn ich das hier rausmache. Dann setzen wir den jetzt hier rein. Das war ja nur dieses Ding, was wir da hatten. Was uns da so ein bisschen gekostet hat. So. Jetzt machen wir das hier wieder rein, ja. Das bringt ja... Ah, der Glaube, das erhöht ja nur den Glauben, aber guck mal. Wir sind da schon beim Glauben hier. Schon ziemlich weit oben. Dann setze ich den doch raus. Das brauchen wir ja gar nicht. Dann Einfluss haben wir im Moment relativ wenig. Dann mache ich das ja raus, weil bringen tut es ja nichts. Wenn wir da eh schon am Rande sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Das bringt ja wirklich dann nichts. So. Wo kommt denn eigentlich die Krankenstation? Die war doch auch relativ in der Nähe. Da ist er. Das heißt, das da müssen wir als nächstes machen. Und danach machen wir die Krankenstation. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir die Krankenstation dann auch demnächst dann haben. So oft wie unsere Leute krank sind, ist das, denke ich, nicht verkehrt. Was ist denn das hier? Göttliche Eingebung entdeckt, okay. Und da kommt die Badezimmer-Dings. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wobei das eigentlich auch nicht verkehrt ist. Gefrierschrank. Maximalanzahl an Essen erhöht. Da könnte man mehrere Gefrierschränke bauen. Und das da wäre auch nicht verkehrt. Weil damit kriegen wir dann auch 48 Stunden auf jede Fertigkeit einen Punkt drauf. Ja, es gibt viele, viele schöne Sachen. Ach, guck mal, wir sind schon relativ weit. Ja, obwohl, nee, so weit sind wir noch nicht. Da hätten wir Qualität durchschnittlich mit Gourmet-Koch. Der wäre zum Beispiel relativ gut. Ah, da haben wir den anderen schon mit Schlachtkunst falsch gemacht gehabt. Das ist ärgerlich. Das hier ist sehr, sehr ärgerlich. So, ein Motivbewertung und neues Outfit. Ja, ich mag aber jetzt kein neues Outfit. Was kriegen wir sonst noch alles hier? Dunkelheiterhöhung. Das macht den Ermittlungsdruck wieder hoch. Nützliche Fähigkeiten für die Mission. Ach, da haben wir es doch. Nützliche Fähigkeiten für die Missionen. Was ist denn das hier? Das ist die Planung. Brauchen wir das hier? Ach, das ist wahrscheinlich wegen Geheimdienst. Ah, dann haben wir den... Oh, nee, dann haben wir... Ich hab's verpeilt gehabt, wenn ich die Mission hab. Das sehen wir doch auch, was wir dafür brauchen eigentlich, ja. Ah, für manche bräuchten wir die Schlachtkunst, das wäre schon mal gut. Per R-Aktion bräuchten wir eher Empathie. Und da Spionage und so Zeug. Ich weiß nicht, ob die immer unterschiedlich sind. Aber dann haben wir unseren Dings falsch gesetzt gehabt.
unseren Koch, den habe ich jetzt, will ich ja auf, komplett auf Schlachtkunst setzen, aber der ist doch gut bei Missionen. Das heißt, Empathie sollte da dann auch hoch sein. Ah, okay, das habe ich total verpeilt. Das habe ich dann total verpeilt. Joshua, da haben wir dich. Dich wollte ich doch eigentlich auf Schlachtkunst setzen und dich dann den Koch ablösen. Ich mache jetzt trotzdem weiter so. Ist zwar dann ziemlich blöd, aber was soll's. So, setz mal dich komplett auf Schlachtpunkt, auf Schlachtdings und auf Koch. Dafür dürfte der andere, unser Koch. Das warst, glaube ich, du bisher. Wärst rausgesetzt. Und naja, gut. Dich bräuchten wir dann gar nicht mehr. Ist aber auch ein sehr dürftiger. Findet kein Bett. Oh. Wieso findest du kein Bett? Betten sollte es doch mittlerweile genug geben. Aber ich sehe auch noch was anderes. Wenn wir jetzt 3 neue Radios kriegen, sind diese Betten belegt. Das heißt, ich mache daraus auch nochmal ein Schlafzimmer. Falls da mal wieder was kaputt geht, quasi. Wäre das einfach ziemlich scheiße. So. Kommt noch ein Teppich hin. Naja, 2 Teppiche. Dann kommt noch, jetzt. Bild hin. Dann machen wir einfach so ein Bild hin. So. Eine Stehlampe kommt noch hin. Und vielleicht ein Baum. Nein, kein Baum. Ach, lassen wir es erstmal so dabei. Ja, die Krankenstation sollte man definitiv als nächstes bauen. Sollte man definitiv als nächstes bauen. Aber sowas von. So, weiter geht's. Mit Forschung, mit allem Möglichen. Und wie ihr seht, wir sind bald mit dem ganzen Zeug durch hier. Zwei auf Blöffen. Und Chance, zusätzliche Spenden zu erhalten. Perfekt geeignet, um Blöffen. Für Empfangsbereich oder Abschirmraum. Wenn wir da einen hätten, könnte man denjenigen auf den Abschirmraum setzen. Ich meine, ich habe jetzt als Amy Blatt auf Blöffen ziemlich hoch. Und das hier für den Empfangsbereich. Empfangsbereich, genau. Sie ist ja auch schon ausgelevelt, glaube ich. Genau, auf Stufe 8. Da könnten wir vielleicht, wenn wir sie auf Blöffen nehmen, nicht der Empfangsbereich, sondern dann diesen Abschirmraum benutzen. Das ist ja unser Abschirmraum hier. Dass wir da jemanden reinsetzen. Da haben wir im Moment ja gar keinen drin. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Missionierungsding. Ja, da läuft sie rum. Genau. Sollten wir aber auch irgendwann mal, hoppla, jemand besseren reinnehmen. Na gut. Bling. Die Forschung ist fertig. Wir können jetzt 17 Leute haben. Und irgendwann können wir, glaube ich, nochmal 4 Leute reinsetzen. So, was wollten wir machen? Krankenstation. Das heißt, wir brauchen erstmal den Raumschub.
Das heißt, unsere nächste Fähigkeit für unser Oberhaupt müsste gemacht werden. Du setzt ja schon, genau, du bist als Koch unterwegs. Und da setzt man die Schlachtkunst einfach ziemlich nach oben, bis er nicht mehr geht. Und dann geht's weiter, falls wir noch weitere Stufen machen können, in Empathie und Improvisation. Rick Morris. Geht auf Intelligenz hoch. Den sollte man dann je nachdem später auch mal für die Forschung vielleicht verwenden. Wobei, für Forschung haben wir jetzt Forschung und Geheimdienst. Gute Frage. Aber ich muss ja eh alle nochmal irgendwann mal austauschen. Das ist klar, weil das sind ja jetzt auch nur durchschnittliche. Maximal einen guten Hammer jetzt hat. Und alle anderen sind durchschnittlich. Die heißt, die müssen wir alle irgendwann mal austauschen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Guck mal, da haben wir nur noch zwei Stück, wo wir quasi mit den Hypnosekameras machen können. Und dann sind es tatsächlich nur noch diese Dinger hier, diese Offenbarungsbecken hier. Und da brauchen wir dann tatsächlich nur noch einen. Wo das, ja, dann setzen wir den einen vielleicht auf, ja, unser einen, wo intelligent ist, setzen wir vielleicht dahin dann. Unseren Rick Morris kommt dann auf beide, wird dann auf beide zugewiesen. Und ansonsten, Sierra Murphy haben wir ja noch. Ah, Sierra Murphy werden wir wahrscheinlich dann rausschmeißen, früher oder später wieder. Mick Morris wird dann, ja, auf jeden Fall mal mit Intelligenz hochgemacht. Und dann schauen wir mal, dass wir den vielleicht auch als Forschungstyp einsetzen oder so irgendwie. Boah, kaputt gegangen. So ein Mist. Ach genau. Was ist das? Boris Schneider ist fertig. Gute Führung. Verringert die Haftdauer. Hat eine durchschnittliche Qualität. Wen wollte man machen? Blöffen. Christopher Roth. 2 auf Empathie und auf Planung. Das heißt, er sollte auf nichts machen, was mit Empathie zu tun hat und nichts, was mit Planung zu tun hat. Aber er könnte blöffend sein. Und mit Blöffen, Abschirmraum. Blöffen und Rede halten. Das heißt, das würde ganz gut bei dem passen eigentlich. So, sehr schön. Du kommst definitiv. Wo ist es denn? Abschirmraum als Prediger rein. Du wirst unser Prediger werden. Aber sowas von. Und Geheimdienst, Instandhaltungsraum, solltest du definitiv nichts machen. Wo bist du, Grass? Da bist du. Instandhaltungsraum solltest du nichts machen. Und Geheimdienst sollst du auch definitiv nichts machen. Geheimdienst ist das ja. Instandhaltung, Geheimdienst, passt. Und in der Küche solltest du auch nichts machen, genau. Die Küche ist für dich auch tabu, weil da bist du einfach schlecht drin. Das erste Mal, dass ich auch einem sage, dass wir da einen auf Ignorieren setzen. Auch nicht schlecht. So, wie sieht es denn jetzt noch hier aus? Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Koch, brauchen wir eigentlich auch jetzt nicht. Gute Führung, Haftdauer verringern. Könnte man natürlich auch mal reinnehmen. Bordscheider. Und irgendeinen von unseren austauschen. Beziehungsweise, was ist das Negative? Improvisation.
Was hat Improvisation nochmal gemacht? Improvisation, Küche und Instandhaltung. Aber du könntest zum Beispiel in so eine Dings reingehen. So ein Therapieraum könntest du zum Beispiel machen. Ohne Probleme. Dann hätten wir schon den nächsten durchschnittlichen. Wisst ihr was? Du wärst auch missioniert. Hat anscheinend aber nicht geklappt. Doch, jetzt hat's geklappt. So. Also. Minus 2 auf Improvisationen. Improvisation, Küche und Instandhaltung solltest du nicht machen. Küche, Instandhaltung kriegst du ein Nichts und Instandhaltung kriegst du auch ein Nichts. Dann könnten wir dich auf so Therapiesitzungen reinsetzen. Nicht Empfangsbereich, Missionierung ist nicht, aber so ein Madenbändiger, so ein Meditationsding. Die ganzen Therapiedinger da, könntest du dann machen. Die haben ja auch alle Hypnosekammern nicht, das hier nicht, Abschirmkammern nicht, das hier nicht, das hier nicht. Dann könntest du auf jeden Fall, dann wirst du auf jeden Fall so ein Ding werden hier. Einer, wo diese Therapieräume macht. So, du kriegst weiter 2 Punkte in die Schlachtkunst rein. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Ich denke, wir versuchen das auf jeden Fall auf 9 hochzukriegen. Und dann ist er da relativ gut drin. Alles klar. Hä? Komisch. Irgendwie waren jetzt die Zutaten hier ein bisschen verpackt anscheinend. Na gut, wie dem auch sei. Andererseits, ja, wir brauchen wahrscheinlich doch immer 2 für die Dinger hier. Können es halt ein bisschen, naja. Immer ein bisschen hier was machen. Radio wurde verletzt. Predigt war ein Misserfolg? Es sind nicht genug Bänke für alle Radios im Abschirmraum vorhanden. Wow. Wir brauchen mehr Bänke. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach du heilige Scheiße. Können wir da Bänke dazwischen schieben? Würde das gehen? Dass wir hier eine Bank dazwischen schieben? Ja, das geht tatsächlich. Sehr schön. Dann machen wir jetzt eine außerplanmäßige Predigt, damit es ja noch klappt. Ach, ich habe jetzt unterschiedliche Bänke. Na, egal. Machen wir eine außerplanmäßige. Auf das habe ich gar nicht geachtet, dass wir ja auch noch hier Bänke brauchen. So. 2 Stück haben wir noch, also 2 Leute könnte man noch reinsetzen. Passt also. Neue Bänke brauchen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise wir könnten doch nochmal neue Bänke holen. Wisst ihr was? Jetzt setzen wir doch mal hier auch nochmal Bänke hin, damit die anderen Leuten... Das ist ja nicht nur für unsere Radios, sondern auch für unsere Anhänger. Und dann passt die Sache doch ein bisschen besser. So. Krankenstation kommt bald. Kommt aber erstmal diese Fähigkeit, danach kommt die Krankenstation. Und danach können wir mal schauen, wie wir weitermachen. Oh, was war das da? Oh, hat schon wieder einer einen Ausraster. Eingemacht. Ekelerregend, schmutzig und verseuchtes Essen. Verseuchtes Essen? Warum verseuchtes Essen? Wir müssten hier doch genug Essen haben eigentlich. Naja, gut. Wie dem auch sei. Krankenstation müssen wir auch unbedingt mal machen, damit es ja besser wird. Aber kommt ja bald. Ach,
der Schande Hunger. Wir haben doch genug Essen, Leute. Kaputte Objekte, okay, das sollte repariert werden. Verletzte Radius ist klar, Ausraster. Wer hat den Ausraster? Komisch, sieht aber jetzt nicht mehr nach Ausraster aus. Sarah Murphy. Sehr seltsam. Wird eher noch angezeigt, aber eigentlich gibt's den gar nicht mehr. Na gut, wie dem auch sei. Okay. Doch Ausraster. Ausrastererholung. Ach, das könnte man jetzt, das könnte man jetzt machen, aber ja gut. Braucht man nicht. So, neue Feuerfertigkeit gekriegt. Und jetzt kriegen wir die Krankenstation. So. Raumschub. Ich kann jetzt einen Launenschub durchführen. Ich kann mein verdammt gutes Aussehen, meinen außergewöhnlichen Sinn für Humor und meine unglaubliche Singstimme dazu nutzen, um die Laune von allen zu heben, die den Raum betreten. Vergiss nur nicht, dass ich der seine Kontaminiertheit bin. Daher kein dahergelaufener Showmoderator. Ja klar, es wird Einfluss kosten. Ist klar, ist klar. Trotzdem gar nicht mal so schlecht hier. Wie sieht's denn hier aus? Erhöht Strafanstalt eine Motivwertung durch Zeichnen von Pentagrammen. Ah, das ist eine Mission, wo reingemacht wird. Wo Motivsteigerung macht, okay. Wisst ihr was? Die machen wir mal hier mit rein. Und dann schauen wir mal, ob unser, unser Koch ist da nicht so gut drin. Wo ist er denn überhaupt? Ja, Joshua. Der bringt hier überhaupt nichts. Dummerweise. Wer würde denn hier viel bringen? James Stewart? Nicht zugewiesen? Ja, den machen wir mal. Dann kriegt man nämlich auch eine neue Dekoration und das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, aber ich würde sagen, hier machen wir mal wieder Schluss. Im Moment läuft es ja eigentlich auch ganz gut. Ah, du warst im Bluffen ganz gut. Du kommst auch mit Bluffen hier weiter. Könntest sogar auf 10 hochgehen. Ja, Abschirmraum, das machen wir auf jeden Fall jetzt hoch. Also das passt doch ganz gut mit dir hier. So, aber ich würde sagen, hier machen wir Schluss. In der nächsten Folge machen wir weiter und schauen mal, wie es dann hier weitergeht. Was unsere Anhänger so machen. Und alles. Und ob wir da noch einige gute rauskriegen. Im Moment sieht es so aus, als ob wir einige rausschmeißen müssen. Aber gut, das passt schon. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.